ihr da euch interessiert fühlt. Das findet ihr auf 99 Damage, das macht der gute Deathray auf den Hauptkanal hier. Das ist ja der 99 Damage Zweitkanal, wo wir uns hier sehen. Und wir sehen die Knife-Runde. Die Knife-Runde auf das 2, meiner Meinung nach, eigentlich eine wichtige Sache. Ich finde die T-Seite deutlich stärker, wenn man da gut drauf startet. Aber wenn man einen guten CT-Start hinlegt, ist es auch noch ein Biegen und ein Brechen. Und wir sehen Team Skin Baron, die haben hier gerade in der Pause wirklich die Messer geschärft und haben auch die Pistol Round hier kurz mal geholt. Ja, jetzt sind sie hier am CT-Spawn und besprechen sich wohl höchstwahrscheinlich nochmal so ein bisschen. Und wir starten jetzt hier in die erste Runde. Ja! Team Skimmeron versucht das Ganze hier auf der City-Seite am Anfang zu defen. Und Plan B versucht es zu attacken. Ja, wir sind viel Fun, good luck. Sehen auch gleich sehr viele Glocks. Da kommt noch eine P250. Farmike ist da am Start und gönnt sich da die bessere Pistole. Ja. Überlang, etwas verspätet, kommt eine Smoke. Und man geht hier erstmal in Richtung Kurz. Und da sehen wir schon vorne, aggressiv ist es Legend, der sich zurückzieht. RCN, der schiebt schon in die CT. In den CT-Bereich hinein. Jetzt kommt hier eine super schöne Flash, die er dafür nutzt, natürlich auch in die Headshot-Rampe reinzukommen. Und es gibt direkt den Drop in den CT hinein. Und da hat die P250, hat aber funktioniert. Plan B mit einem sehr guten Start hier. Sie räumen kurz mal den ganzen A-Spot auf. Extreme hier sogar noch mit dem Update auf die USP, aber kann es nicht nachladen. Dann kommen hier direkt die Frags. Und man geht in eine 2 gegen 3 Unterzahl-Situation hier für Team Skin Baron. Die USP ist hier wieder voll mit Muni. Aber sie haben hier einen Kit, was jetzt nach vorne geht. Und das kriegt hier erstmal einen richtigen Kopfschuss. Shaggy's. Wird von der Seite rausgemacht. Und somit ist die erste Runde hier auf das Konto von Plan B. So, wir gucken uns das nochmal an hier lang. Da wollte man gerade noch nachladen. Und dieses Nachladen, das führt dazu, dass hier zwei Frags auf das Konto von Team Skin Baron gehen. Und das ist ein bisschen ärgerlich natürlich gewesen. Es ist die Pistolenrunde. Es ist nicht so schlimm, aber man kann dadurch ganz gut kaufen. Eine Flash. Ja, und Extreme geht davor. Chucks, der wartet hier im CT erstmal mit der USP. Hat hier eine gute Support-Flash am Start. Die Flash kommt aber jetzt erst raus und dann geht's rum und dann gibt's hier die P250-Kills. Wunderbar gemacht. Man tradet hier aber hin und her und dann ist es hier am Ende eine Mac-10 von Lang bei Zedrill, der hier die Runde Nummer 2 auf das Konto von Plan B setzt. Und das gucken wir uns hier auch nochmal an, dieses Hin und Her. Das auf Lang, gerade wenn man da in die Pistolen reinläuft, ist es gefährlich. Hier sehen wir gleich nochmal das Umrotieren auf die Flash. Und die kommt hier gleich und dann geht das einfach hoch. Ah, da hab ich das zu falsch getimt. Es tut mir leid. Das nächste Mal bessere ich das Ganze. Und jetzt sehen wir hier über Lang eine Support-Flash. Wir gehen hier erstmal in einen etwas langsameren B-Aufbau. Plan B spielt da so ein bisschen an, versucht da irgendwie die Utility von Team Skin Baron rauszulocken und langsam hier mit der Scharnier Smoke soll es in Richtung Kurz gehen. Ganz interessant ist natürlich, dass sie halt hier eher drei Spieler auf B-Side sozusagen stecken. Und man sich jetzt hier mit zwei Leuten in Kurz reinflashen lässt auf Seiten von Plan B. Und Legit wartet da am Taxi. Es gibt die Smoke. Wird hier nochmal wie in der ersten Runde dieser CT-Drop passieren?
Ist eine Sache und es sieht so aus. Es sieht wirklich so aus. Er ist im CT unten und dann ist es natürlich die MAC-10 gegen die Farm. Es geht aber Mitte raus. Keine Smoke hier für CT. Keine Smoke. Man geht hier volles Risiko. Oh, und hier geht jetzt Raptus raus. Raptus mit den ersten. Somit ist der B-Spot erstmal clear. Da kommt die Smoke aber zustande hier in den CT. Und man hat hier die Möglichkeit, die Bombe zu legen. Ja, 4 gegen 3 Unterzahlsituation und wir sehen bei Team Skin Baron keine wirklichen Nades mehr und kein Kit. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil jetzt hier von diesem Retake, denn ohne Kit ist das ganz schön schwierig, das anzugehen. Und sie entscheiden sich erstmal nicht in Richtung B zu rotieren, sondern ihre Waffen eher in Richtung lang zu bringen und somit zu sichern. Ja, nach zwei sehr starken Runden von Plan B kommt eine dritte zustande, die ja sehr interessant war. Wichtig war natürlich einfach auch dieser Move, dass halt eben man über kurz den Drop macht. Da ist natürlich eine MAC-10 über die Distanz nicht so stark gewesen, aber dann kam es halt eben zu dem Potenzial, dass man Mitte rausgegangen ist, den Refact geholt hat, obwohl da keine Smoke liegt. Die Smoke war natürlich nicht da, damit man halt eben diesen CT-Drop spielen kann. Und man halt einfach die Information hat, wo der Mittelspieler steht. Das ist ein wichtiger Punkt natürlich hier in diesem ganzen Go. Hat Plan B hier am Ende richtig gut gemacht. Und das hat hier Farmack auch richtig gut gemacht. Denn der macht hier kurzerhand mal durch die Smoke in der Mitte einen Kill. Ja, und somit ist es hier die 4 gegen 5 Unterzahlsituation in einer sehr wichtigen Beirunde von Team Skinbaron. Ja, jetzt kommt sie über lang. Refrag ist aber stattgefunden und somit kann man hier über kurz erstmal die Bombe planten. Gute Smoke hier für die Headshot-Rampe ermöglicht halt eben auch nochmal leicht einmal in den ganzen Langbereich reinzugucken. Hier schön oben Mitte abgestellt, um die Verschiebe abzuholen. Ja, und das macht hier wirklich Plan B gerade wirklich sehr, sehr gut. Man muss auch sagen, sie haben natürlich den Druck, oder beziehungsweise sie haben natürlich auch diesen Hype-Moment, dass es halt hier mit vielleicht 2 gewonnenen Maps um den direkten Aufstieg geht. Und wer will nicht wirklich in der Div 1 spielen? Also sind alle Teams hinterher. Team Skin Baron, die haben 1A die Saison gespielt. Sie haben sich ihren Klassenerhalt gesichert, aber die Möglichkeit, um hier aufzusteigen, ist nicht mehr gegeben. Ja, und da geht man gar kein Risiko mehr auf kurz, um irgendwo in die Exit-Tracks reinzugehen. Da geht man ganz klar auf Nummer sicher. Und wir gucken uns einmal hier diesen netten Schuss hier an. Ja, da habe ich ein... Sollte gleich rübersehen und da seht ihr den ganzen... Eieieiei. Ja, Farmack. Das ist ein Hit. Das ist ein richtig wichtiger Hit sogar. Danjika ist da angehittet mit seiner Farmers. Der hat hier nur noch 26 HP bei Team Skin Baron. Und der nächste Spieler mit einem Hit in der Mitte. Oh nein. Ich wollte schon sehen, dass das fast dieser kleine Pixel gewesen, dass man ihn nicht gesehen hat. Aber dann ist der Peak da. RCN fällt auch in der Mitte. Und dann sind ja noch die 2 verbleibenden Spieler bei Team Skin Baron, die low sind. Aber hier fällt erstmal der Kill in der Mitte. Und man kann hier upgraden von der Scout zur AK. Danjika. Und Chucks. Die sind auf sehr wenig HP unterwegs. 22 und 26 in Zahlen ausgesprochen. Es geht jetzt hier rauf auf den B. Ja, die Hit. Doppelflashes und dann ist es Extreme. Double Door Spieler down. B-Spot geklärt. Bombe kann eigentlich rübergehen und einfach mal kurzerhand den Plant durchführen. Es sollte hier eigentlich nichts im Weg stehen. Ein Spieler low bei Team Skin Baron. Der andere Spieler mit einer AK. Gerade in so einer Half-By-Round ist es natürlich sehr gut, halt eben auch ihre Waffe halt eben abzugraden. Das haben sie in der Tat wirklich dort gemacht. Und dieser AK und dieser M4 sind in der nächsten Runde sehr, sehr wichtig. Ja, da wird nochmal rausgeflasht. Und das ist ein sehr guter Move, den hier Plan B gerade durchführt. Denn sie versuchen halt eben jetzt diese Waffen auch rauszunehmen. Und das ist schön. Sie haben gut Geld. Man sieht das so ein bisschen. Ja, okay. Farmack mit 3100. Der ist jetzt nicht der wirklich,
der Spieler mit den besten Money. Aber es ist auf jeden Fall so viel da, dass man hier auch gern mal ein oder zwei Spieler riskieren kann. Und das tun sie in der Tat jetzt hier. Da ist der zweite Spieler nicht gefallen. Das war aber auch nochmal ein wichtiger Impact für Team Skin Baron. Denn nach dieser 0 zu 5 Anfangsphase gegen Plan B ist natürlich diese eine Waffe, die sie zumindest durchgebracht haben, sehr, sehr wichtig. Ja, sie spielen wieder B-lastig auf. Also bisher brauchten sie auch noch nicht so wirklich die Langkontrolle. Der B-Go vom Plan B ging sehr, sehr gut auf. Ja, extrem. Scharnier, Smoke ist wieder am Start. Flash für kurz, aber diesmal wird kein Spieler reingeflasht. Legend hat sogar diese Flash gedodged. Aber muss ich jetzt so ein klein bisschen zurückziehen, denn der Molly, der sweatet noch so ein bisschen. Raptus. Shax. Ah, Shax in einer guten Situation. Macht den Kill, wechselt sogar nochmal auf die Waffe, aber dann kommt die Kobe Nate hier rein von Extreme, die da das Ende bedeutet. Und somit ist es hier ein 2 gegen 4 Afterplant. Wieder kein Kit, noch drei Flashes und eine Smoke. Aber dieser AWP auf Seiten von Team Skin Baron ist so teuer. Wir gehen so ein bisschen jetzt nochmal auf die Stats hier ein. Und gucken uns die ADR an. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, wie ihr es so seht, aber Farmack mit 113 on point. Und Jetzk mit 101er für Team Skin Baron auch nicht schlecht. Ja, wir gehen nochmal auf die Kills ein. Und sehen da 7 Kills. Ja, Danjika versucht hier auch nochmal so ein bisschen mitzutreiben mit den Kills. Und dann tradet man sich so ein bisschen hin und her. Am Ende hat Team Skin Baron eine AK durchgebracht. Und das Ganze steht hier 6 zu 0. Oh, ich will das gar nicht aussprechen, was ich gerade im Chat gelesen habe vom Score her. Weil man sagt immer als Caster oder beziehungsweise wenn man kommentiert, man ist dann immer der, der das verschrien hat. Aber ich sag so, wie es ist für Plan B. Gerade wer die Anfangsgespräche jetzt hier verpasst hat, die Analyse, der wird das ja nicht so ganz wissen. Aber Plan B, die müssen 2 zu 0 machen, um hier vielleicht einen Direktaufstieg klar zu machen. Und einen 6 zu 0 Start. Also besser geht's doch kaum. Oh, Double Nade. Das hätte fast sogar noch funktioniert. Und langsam geht es hier über kurz. Und da wurde man kurz mal erwartet. Da kommt die Gegenflash noch. Und jetzt habt ihr Team Skin Baron mal Bock. Let's. Der ist davor gegangen, der hat den Kill gemacht und den ersten und danach den zweiten wunderbar auf kurz reagiert. Die Smoke jetzt hier könnte Gefahr laufen, dass es zum Duell kommt. Der Spray down. Dann ist es Raptus mit einem Kill, aber wird instant gerefragt. Und somit ist es nur noch Farmack, der überlang kommt und Legit. Also wenn Team Skin mal Runde holt, dann diese. Das ist aber eine Nummer. Das ist eine Nummer. 6 zu 1. Sie melden sich hier zurück und wir gucken uns nochmal einmal diese Situation auf kurz an. Da wird die Waffe weggenommen und dann ist Legit hier im 1 gegen 1, beziehungsweise 4 gegen 1 war es ja. Aber dieses 1 gegen 1 auf lang und diese Deagle, die hat mal kurz reingeballert. Jax, Molly, Nate. Normales Setup jetzt hier für B. Man spielt so ein bisschen an und einzeln und versucht dann mit drei Mann über die Mitte zu gehen. Und das kommt jetzt hier rein. Flashes kommt durch. Oh, Sharks. Oh, der macht den Smoke-Move. Ui, ist das stark, dieser Move. Rein da und dann schnappt er sich die AWP direkt beim Durchgehen. Ui, ui, ui. Da ist der Kill gefallen. Und Jax macht den letzten Kill. Ich habe gerade gelesen im Chat, dass er gute, den ich nenne, Farmack. Der heißt Pharma G.
Es tut mir leid. Ich glaube, Pharma-G sollte richtig sein, oder? Sonst verbessere ich mich so ein bisschen. Ich bin nicht so perfekt on point mit den ganzen Nicknames in der Div 2. Ich habe mich da auch irgendwie so ein bisschen zu doll rausgehalten, muss ich sagen. Finde ich schade. Werde ich in der nächsten Zukunft halt eben auch häufiger machen, da mich da so ein bisschen mehr reinzuklinken und auch ein bisschen mehr da meinen Fokus drauf zu setzen. Aber gerne sonst in den Chat reinschreiben. Oh, Extreme! Macht ihr extreme Situationen klar auf lang! Der zieht da mit der AK durch, erster Headshot, zweiter Spade und sicher. Und dann kommt der Support von kurz und man hat den A-Spot ganz schnell geklärt. Mein Gott, das ist so schnell passiert. Das müssen wir uns gleich erstmal im Replay nochmal angucken. Und dann ist es hier die Überzahlsituation und die AWP bei RCN. Ich glaube, sie sollte direkt gesaved werden. Ja, und das wird auch so gemacht. Dem Skinbaron versucht das gar nicht erst. Die gehen jetzt hier in den B-Cutters hinein. Oben Upper Tunnels in Richtung T-Spawn. Ah, ein Pharma-G. Ich hab sie sogar noch in die AWP. Stream. Ah, kriegt er hier nochmal vielleicht noch einen Kill? Er wird auf jeden Fall gleich einen Kontakt haben. Chucks, kriegt er die Hits? Ja, und das ist gut, was er dann macht. Oh! Nochmal wichtig, den rauszunehmen. RCM mit der AWP überlebt. Wichtiger Punkt. Aber Team Skin Baron Mitte 2 zu 7. Rückstandssituation. Ah, diese 7 Runden auf Seiten vom Plan B. Das ist schon Brett. Das ist schon Brett. Und es geht hier jetzt sogar zu dritt. Sollte es schnell über kurz gehen. Da kommt aber ein Molly rein. Jetzt kommt hier die Flash. Wunderbarer Weefack führt aber dann zu der Überzahlsituation. Dann Jika macht sogar mit der AWP den nächsten Kill. Und jetzt kommt sie über lang. Extreme, den hat man nicht auf der Rechnung gehabt. Und Extreme, der macht da weiter. Extreme! Aber ja, CN, der kann den Weefack setzen. Und dann ist es Pharma-G. Oh, und der Molly. Ah, da war zu wenig Leben am Start. Da war wirklich extrem wenig Leben am Start. Ah, da hat man... Da hat man das Ganze kurz mal geholt. Ja, sehen wir nochmal das 1 gegen 1 Duell jetzt in dem Moment. Es ist halt ein 2 gegen 1 und ja, da springt er hoch und macht da den Kill. Bombe liegt down, okay. Man geht diesmal in den Lower Air. Also Plan B versucht jetzt so ein bisschen anders zu spielen als am Anfang. Sie gehen hier eher auf diesen Lower... Oh, und jetzt geht's mit raus. Ui, und das war sogar, glaube ich, die Bombe. Oder? Es war, glaube ich, nur eine Nate, die runtergefallen ist. Die Bombe ist auf kurz. Da habe ich mich hier so ein bisschen versehen. Aber dieser Opening Kill, der tut so ein bisschen weh. Denn auch langsam Plan B geht in diese Geldnot hinein. Und diese 7 Runden, die sind on point. Die sind super wichtig. Aber am Ende... Ja, ich soll jetzt hier über kurz gehen. Ah, jetzt kommt hier nochmal die Drop Smoke. Jetzt gibt es hier nochmal die Flashes. Und mal sehen, gibt es diesmal den Drop? Sonst... Okay. Okay. Der wurde auf jeden Fall weggeschossen, aber Legend, der wurde nicht gecheckt und dann ist es der Erste, der Zweite. Folgt jetzt hier noch der Dritte, nein, er wirft es, hat eine Nate in der Hand, jetzt kommt der Support. Legend mit dem Dritten, kann er den 4K machen? Er kann den 4K machen, Leute. Dann machen wir nochmal eine Ratsche klar. Also das war wirklich super, super, super schön. Und das, gucken wir uns nochmal an.
Da kommt die Support Flash, sehr, sehr wichtiges Detail. Vorher wurde der Kill sogar noch gemacht und dann in dem Moment nach der Flash kommt dann der 4K zustande und wir sind im ersten Timeout. Ja, kann ich ein bisschen auf den Chat eingehen? Wie seht ihr das Ganze? Macht Plan B hier gerade einen sehr, sehr guten Job hier mit der 7:4 Vorsprungssituation? Oder kommt Team Skin Baron zurück und wird hier sich das 8:7 gönnen? Haut das mal rein. Was denkt ihr? Was sind eure Meinungen jetzt hier? Ghost 63, wie läuft's und Daumen hoch für dich? Also Daumen hoch für mich als Caster oder Daumen hoch für Markus Nachtnebel? Weil das ist darauf, so kann man auch bezogen sehen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es euch irgendwas nicht passt oder euch was gefällt an meiner Art, allgemein, oder ihr irgendwas vielleicht so verbessern möchtet oder sowas. Oder sei es einfach, ich sag Nickname falsch und ihr möchtet mir das gerne schreiben, da ich das manchmal nicht im Chat lesen kann. Dann gerne mit ausreichend Feedback das Ganze im 99-Forum machen. Dann haut euch auch keiner in den Kopf um, wenn da irgendwas Negatives ist, ne? Ihr könnt da gerne mal richtig auf den Putz hauen. Ich bin für Kritik sehr, sehr begeistert. So, jetzt steht man hier vor lang. Da kommt die... Also, da kann man kurz mal ein bisschen Utility-Damage sammeln. Und da geht's los! Mate down, 3 Kills! Da gibt's sogar, glaube ich, noch den Team-Attack. Raptors, Low-HP. Und dann ist es am Ende ein richtiges Massaker dort auf lang. Eieieiei. Dankeschön für das Feedback auf jeden Fall. Und wir gucken uns einmal hier nochmal dieses Massaker an. Es ist eine Eco und es sieht natürlich echt böse aus. Aber da geht's einmal los und dann gibt's auch nochmal die Nathans zu. Aber die brauchte man nicht, denn vorher findet da das hier M4 Squaredown statt. Ja, Runde Nummer 5 auf Seiten von Team Skin Baron, die hier sehr, sehr gut reinkommen. Wir gucken uns nochmal an. 3 Runden in Folge. Das ist eine ganz schöne Macht. Hier ist die Smoke, glaube ich, nicht so gelungen, wie sie sollte. Dashes rüber vom Pharma G. Kantenverlängerung Smoke. Somit kann man hier auch schön in das. Hinten in den langen Sandkasten reinspringen. Denjika muss somit auch ein bisschen kleineren. Oder kann halt eben auch nur einen kleineren Engel da abhalten. Muss ich halt ein bisschen zurückziehen und guckt euch die Rotation an. Wie wunderbar das hier von Team. Dann B funktioniert. Oh, was? Das ist ein Dreier-Nate-Setup gewesen. Eieieiei. Das hat so gut funktioniert. Auch wenn der Kill hier in der Mitte fällt, ist es immer noch eine Überzahlsituation für Team Skin Baron. Und da ist eine AWP hier auch nochmal am Start. Jetzt über kurz. Wichtiger Kill. Das ist nochmal entscheidend. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann hier dann Jigga machen? Und der kann mit der USP kurz mal den Headshot setzen. Somit ist man im 2 gegen 1 und RCN, der kommt von hinten. Pharma G, der kann da gar nichts mehr anrichten. Und es ist die 6. Runde hier für Team Skin Baron. Also nach sehr guten 7 Runden von Team Plan B, beziehungsweise ist das das Ganze, sage ich mal, 6 sehr, sehr guten Runden von Team Plan B, hat sich Team Skin Baron zurückgemeldet und hat wirklich von 7 Runden 6 gewonnen. Also das ist wirklich ein kranke Aufholjagd dort. Und auf einmal funktioniert das, was halt eben vorher nicht funktioniert hat. Man hat Plan B so ein bisschen natürlich auch durch die Kills und auch gerade durch das Handen, was nicht so gut gelaufen ist, halt eben in eine kleine Geldnot gedrückt. Und das hat Team Skin Baron mal kurz ausgenutzt. Legit. Nächster Molly auf kurz. Hält hier immer noch die ganze Plan B-Crew ab. Ja, und jetzt geht man langsam vor. Und B sieht man nichts, aber dann gibt's den Spraydown und der führt zum 3K. Das gibt es doch gerade nicht. Team Skin Baron, wie ausgetauscht. Wie ausgetauscht. Dieser Offensiv-Move. Hier sehen wir Spraydown, 3 Kills, zieht sich zurück. Wird zwar gekillt, aber dann ist instant auch der Refrag da. Und dann ist es die Runde 7. Es ist der Ausgleich. Nach 14 Runden steht das Ganze hier wirklich unentschieden, 7:7. Und man baut wieder einmal mit 3 Spielern auf dem B auf.
Nate damaged da ein bisschen runter. Und das ist ein wichtiger Impact natürlich in dieser Runde. Denn Chucks ist low HP. Boah, aber wie schön sind die Nades gerade von Team Skin Baron. Also, diese Utility, und dann zusammen, im Zusammenspiel. Ja, das ist sehr, sehr gut. Und jetzt dieser Offensiv-Move wird auch nochmal belohnt. In dem Moment ist auf kurz noch ein Spieler gestorben. Molly rein in den CT. Da gibt's nochmal die Smoke weiter. Und man versucht jetzt die Bombe für kurz zu planten. Es ist die 5 gegen 3 Unterzahlsituation für Plan B, aber die Bombe liegt. Und das wird hier noch weiter. Denn Legend, der holt sich da noch den nächsten Spieler. Wird jetzt hier aber geholt von Raptus. Der geht ein bisschen defensiv. Oh, Raptus mit dem zweiten. Kann er das nochmal holen? Aber wichtig ist halt eben dieser nächste CT-Spieler. Denn der macht hier den kurzen Prozess gegen Farmer G. Und dann ist es das 3 Kills Setup hier von Raptus. Was nicht genügt. Die Runde geht an Team Skinbaron. Ja, und nach einer kleinen Halbzeitpause sind wir gleich wieder da. Also bis gleich. Damit melde ich mich hier wieder zurück. Halbzeit Nummer 2 startet hier jetzt gleich. Und Team Skin Baron hat ein ultra krankes Comeback hier geliefert auf der CT-Seite. Die Frage, die wir uns jetzt hier alle nur stellen, schaffen sie es auch auf der T-Seite hier, ihr Können unter Beweis zu setzen? Oder war das das ganze Pulver, was es auf der CT-Seite gab? Wurde das schon verschossen? Ja. Wir gehen weiter. Es ist die nächste Halbzeit hier. Und wir sehen RCN in der Mitte mit dem Glock-USP-Duell dort gegen Farmer G. Und Zedrill macht der Ledger das mal raus. Und jetzt gibt's die Support-Flash und Raptus, der hat da mal kurz einen reingeklickt. Aber am Ende wurde da von Mitte auch nochmal ins zu die Aktion gebracht. Somit musste er sich erstmal zurückziehen und es ist die 3 gegen 5 Überzahlsituation. Ja, die Bombe ist noch in Händen von RCN. Man hat noch eine Smoke, aber man hat nicht mehr wirklich viel anderes hier zu bieten, außer noch 2, 3 Glocks. So, und hier sehen wir von Pharma G
in der Mitte den ersten Kontakt gegen beide Spieler dort und es geht langsam hier auf kurz vor. Ja, die Glock, die hat hier gerade mal sehr, sehr gut funktioniert. 3-4 Situation. Plan B verliert einen weiteren Spieler da in der Mitte und jetzt geht's hier rauf. Ja, Raptors, aber Shax mit Danjika machen da kurz im Prozess und Shax, der ist auf 9 HP hinunter. Wichtiger Punkt. Der muss irgendwie wegkommen. Pharma G. Kommt hier in den CT rein. Headshot-Bereich. Und jetzt piekt er hier rum. Ein Hit, dann ist er down. Und jetzt kann man eigentlich zusammen pieken. Danjika hat ein gutes Timing sogar erwischt. Oh, und da hat er gesehen, dass der zweite Spieler ihn auch pushen wollte. Ja, und das geht nachher am Ende nicht aus. Das ist ein wunderbarer Klatsch. 4K und Danjika, da kriegst du die Ratsche 100% für. Das ist eine richtig sahnemäßige Runde gewesen. Also da kann man nichts zu sagen. Gerade auch die ersten Kills, die da gefallen sind. Also Plan B war in der Überzahlsituation. Team Skin Baron hat mal kurzerhand die Bombe geplantet und das 2 gegen am Ende sogar. 4 war es, glaube ich sogar. Ne, 3 war es. Der vierte wurde ja eben, die beiden Spieler wurden am Spot geholt. Ultra, ultra stark. Ultra, ultra stark. Und somit wäre das hier für Plan B natürlich ein bisschen schwierig, hier den Aufstieg zu feiern. Ach, kleiner Akzent jetzt hier im Lower, auch mit der Nate hinzu. Und es geht aber Mitte schnell raus. Oh, wie hat der denn da Pharma-G rausgenommen? Aber nee, das gibt es doch nicht. Das kann hier doch komplett aus dem Ruder laufen jetzt hier gerade. Oh nee, ist da Hit RCN nur noch auf 14 AP. Eieieiei. Und der muss da noch die... Der holt da jetzt gerade erstmal die Information. In Cutters. Smoke das Ganze hier nochmal ab. Und jetzt geht er hier durch die Double Door, durch die Smoke. Eieiei. Raptus. War das gerade wichtig? Was war das für Diegel-Dinger, bitte? Holy shit. Tweezy. Du Verrückter. Du machst das ganze Ding hier nochmal auf. Und dann sage ich gerade, das ist das, was man als Caster eigentlich nie machen darf. Dann sage ich gerade so, ah, Plan B gerade gar nicht so gut davor, hier vielleicht ein 2:0 zu holen und somit vielleicht den Aufstiegsplatz Nummer 1 zu sichern und somit direkt in die Div 1 aufzusteigen. Und dann kommen so eine Deagle- und Scout-Action zustande. Es ist immer verrückt hier. Aber das zeigt halt auch eben, wie spannend die Div 2 hier wirklich ist. Und wie gesagt, Leute, für alle, die jetzt hier gerade eingeschaltet haben, das ist hier Div 2.1. Das ist so sozusagen das Spiel. Plan B müsste 2:0 gewinnen und damit auch noch auf Schützenhilfe von Evil ja, hoffen. Ich habe keine Information, wie es bei Evil gegen 7.gg steht, aber es geht jetzt hier erstmal kurz durch und Schacks! Da fallen die Frags. 3 gegen 3 Situation. Und oh, jetzt, das ist gut von Extreme. Aber ich glaube, Team Skin Baron hat das auf dem Schirm. Ja, da wird abgehängt. Ja, und dann ist das halt wirklich ein Satz mit X, war wohl nix. Da hat man halt eben keinen Kill bekommen, obwohl die MAC-10 auf dieser kurzen Distanz halt eigentlich eine richtig gute Waffe ist. Tweezy! Ist gerade die Säule hier für Plan B, aber sie fällt hier auch instant mit dieser Deagle-Schelle. Und Shucks. Danjika, beide Lodge-B. 4 und 22 HP gehen auf den B-Spot. Wenn Pharma-G. Wenn Pharma G das jetzt hier noch holt, dann wird das hier ganz schön böse sein. Flash kommt raus. Ja, und dann findet er am Anfang das Duell nicht. Es kommt zur 10. Runde für Team Skin Baron. Sie sichern sich hier die Double Ditches auf der Map von Plan B. Das muss man noch mal einmal auch nochmal unterstreichen. Für alle, die nicht wissen, wie der Map-Vote ausgegangen ist, das 2 ist der Map-Pick von Plan B. Die zweite Map würde Inferno sein, die hier beide bestreiten. Und ja, Plan B hat auch noch die Möglichkeit, eben diesen... Ah, sagen wir mal, diesen Relegationsplatz, den sie schon eigentlich fast sicher sahen, zu verlieren, wenn sie hier 2:0 verlieren. Und Team Skin Baron, die bräuchten eigentlich gar nicht gewinnen. Sie sind sicher in Div 2. Sie würden nicht mit einem Sieg besser dastehen. Sie würden auch nicht schlechter dastehen. Somit ist das hier alles nur der reine Ehrgeiz hier wirklich.
gegen Plan B zu siegen. Also, na klar ist da natürlich eben auch die Siegprämie dabei. Aber im Moment Team Skin Baron etwas stärker. Ja, Plan B. Zwei Deagles, eine CZ, eine Scout, eine Deagle nochmal hier bei Tweezy. Aber bei Tweezy ist eine Deagle gefühlt wie eine AWP. So muss man das wirklich sagen. Und es ist eine ultra schwere Runde hier für Plan B. Und sie versuchen jetzt hier in die Mitte hochzugehen. Und oh, wenn sie das jetzt. Oh, ich weiß nicht, ob sie es gehört haben. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir müssten jetzt hier nur auf Farmer G achten. Der macht einen Hit und den zweiten durch die Gans noch. Kna oh, das gibt es doch nicht. Farmer G. Uiuiuiuiui. Also das ist einfach überragend, wie er das dann mit der Scout regelt und dann ist es der Kill und da, die Bombe wird defused, Leute. Da passiert nichts mehr. Aber ich will das nochmal sehen. Guckt euch hier diese Aktion an. Erster, zweiter Hit-Kill. Und hier fast sogar drauf. Und das Ding hier. Wie wichtig dieses Ding durch die Smoke eigentlich ist. Mein Gott, das hilft hier Plan B richtig. Und da kann man auch mal ein Spray-Logo hinten in die Ecke reinsprühen. Das ist vollkommen egal. Es ist die 9. Runde und somit auch eine sehr, sehr wichtige. Denn wenn wir so ein bisschen auf das Geld gucken, bringt das hier wirklich das Klimpergeld rein in die Kasse. Und da müssen wir jetzt ja auch mal ein bisschen, oder wir können. Können wir ja mal ein paar Logos hier von beiden Teams gerne sehen, Leute. Das ist ein ganz schön knappes Game. 10 zu 9, Plan B gerade so ein bisschen noch hinten durch den Score. Aber Team Skin Baron macht so einen halben... Ja, nee, ist ein Force-Buy. Pardon, da habe ich mich doch ein bisschen verguckt. Es ist ein Force-Buy von Team Skin Baron. Der ist eine sehr wichtige Runde. Darum will ich mal ein bisschen Stimmung, Leute. Ein bisschen Stimmung für beide Teams. Und dann sehen wir hier von Tweezy erstmal in der Mitte den Nate, die Shucks... runternadet auf waren 59 AP, aber dann kommt noch mal ein Molly-Hit hinterher und das ist noch mal eine Team-Molly und dann geht's hier Mitte raus, wunderbar, extrem, fischt den ersten ab und zieht sich dann in Richtung B. Also das funktioniert ganz gut, was hier gerade Plan B auf der CD-Seite macht, aber Raptus, der fällt und damit ist erstmal die ganze Mitte verloren und somit ist erstmal auch mal schwer zu rotieren. Team Skin Baron entscheidet sich aber dann für Plan für den Plan B, auf B zu gehen. Kleiner Fortwind jetzt am Rande. Ah. Aber sie entscheiden sich doch um. Sie gehen jetzt hier auf kurz. Ja, man baut sich hier so auf. Gibt hier die Support Flash von Legit. Und das. Farmer G wieder. Farmer G! Mein Gott! Der Junge, der braucht doch keine AWP. Der soll einfach weiter mit der Scout spielen. Zweiter Kill da für ihn. Und er lebt da immer noch. Und guckt euch an, wie knapp diese Schüsse vorbeirauschen hier am Planter. Eieiei, ist das spannend hier gerade. Und wir sehen hier nochmal das Upgrade für Legit auf die Deagle. So, Support Flash kommt hier auch nochmal zustande. Soll hier aus dem CT hinausgehen. Und jetzt sieht man noch den Spieler da. Schüsse kommen. Extrem mit Problemen. Aber dann kommt es zum Kill. Und es ist die Runde Nummer 10 hier für Plan B. Ja, da hat man aber fast Panik gehabt, muss man ganz ehrlich sagen, für jeden Plan B-Spieler, glaube ich. Bist du ein Fan? Also, dass das da noch umgeht, aber dann fallen halt die Kills. Aber diese Scout-Action. Diese Scout-Action auf kurz. Ich habe sie nicht geklippt, das tut mir leid. Das wäre eigentlich das richtige Highlight jetzt gewesen von der Runde. Denn was er da wirklich treibt mit, ist einfach so göttlich. Und jetzt hat er die AWP. Und jetzt kann er da sein Potenzial noch mehr abrufen mit. Es ist einfach nur überragend gerade. Also, Farmer G, der hält hier gerade wirklich das Zepter hoch für Plan B. Oh, Extreme. Ich hätte gedacht, die Nate zieht mehr. Es tut mir leid. Aber das verstehe ich nicht. Und jetzt geht's Mitte raus. Oh, Extreme. Zieht sich zurück. Kommt der Support Flash oder Smoke von Raptus. Dadurch hat er keine Waffe in der Hand. Und dann geht man kurz durch. Aber die Galil hier. Tweezy. Tweezy mit dem nächsten. Zweiter Kill. Zieht sich hier nochmal um eine Ecke zu rum. Hat den Spieler oben im Loch gesehen. Und dann kommt Pharmak.
Pharma G, sag wieder Pharmak. Mein Gott, Alter, bin ich durcheinander hier, Alter. Das ist hier aber auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier gerade zwischen den beiden Teams. Und ja, Pharma G aimt das Ganze hier mit der AWP ab. Ja, die Bombe, die ist down vor B. Somit muss man sie hier erstmal einnehmen. Und das sieht man jetzt hier nochmal. Guckt euch das Crosshair-Placement an. Jetzt zieht er gleich rum. Jetzt hat er das Timing. Oh, war das knapp. Er hat fast die Waffenspitze gesehen. Okay. Auch Flickshots sind ganz klar ein Haken hinter. Pharma G. Also, wir gehen nochmal rauf. Wir müssen nochmal gucken. Und Tweezy. Junge, du reißt ja auch ein komplettes Feuerwerk ab hier für Plan B. Aber diese 14 Kills. Und ich sag mal, dieses ADR, dieser ADR-Wert, der ist natürlich gerade durch die AWP. Muss man immer so sehen. Man geht natürlich immer nicht auf Kopfschuss. Und wenn man dann daneben schießt oder was, ist immer schwierig. Aber man muss echt sagen, die wichtigen Frags, die hat er da gemacht. Und das ist ein sehr, sehr starkes Game bisher. Ja, Raptus eben natürlich auch mit dem Pech, dass er eine Smoke in der Hand hatte. Oder beziehungsweise sie gerade geworfen hatte. Also da hat wirklich auch, und da zeigt sich auch wirklich, wie gut beide Teams auch zusammenspielen und wie gut sie das halt lesen, dass sie ja halt diese Lücke halt eben finden. Also das ist wirklich nur nochmal eine wichtige Notiz hier. Denn das ist nicht gerade so. Ja, die Reinflash-Aktion jetzt hier. Man sieht so das Dreier-Setup auf lang. Von Plan B, da kommt die Smoke, somit muss man hier erstmal nochmal lang zurückhalten. Das soll der Molly da erstmal richten. Und jetzt geht's hier rauf mit Flashes. Wir sehen kein CT-Drop, aber Extreme hat B ausgeschlossen, somit wissen sie es ganz. Und uiuiui, Extreme, wie gut ist der Riecher? Nein! Extreme weiß jetzt den Riecher, dass man da höchstwahrscheinlich einen Codespieler hat. Pharma G mit dem Kill Nummer 1 für ihn. Ja, Tweezy hinterher. Plan B, Runde 12. Team Skin Baron, Runde 10. Nehmt den die AWP weg, das ist illegal. Ich sag's dir, da kannst du, er müsste AWP und Scout-Verbot haben, damit man ihn wirklich hier, einfach stillhalten kann, weil ich sag's euch so, wie es ist. Was ich da mit der Scout gesehen habe, das war auch legendär. Und das ist einfach nur schön anzusehen, dass gerade wirklich diese beiden Teams hier gegeneinander spielen und Plan B halt eben, gerade auch durch so eine Situation, sich immer noch so ein bisschen die Tür aufhält. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's einen Mod oder vielleicht gibt's auch den einen oder anderen Zuschauer, der das Game zwischen Evil und 7.gg guckt und da ein bisschen die Zwischenergebnisse reinposten kann, weil die sind extrem wichtig. Weil wenn da Evil sehr, sehr weit vorne ist, ne, dann sieht das hier alles sehr, sehr gut aus an diesem Abend hier für Plan B. Fahr mal drüber, G. Ja, so kann er sich gefühlt nennen. Aber naja, rüberfahren tut er ja nicht. Er aimt hier sehr, sehr gut und macht einen sehr guten Job halt eben mit den Snipers. Sei es ein Scout oder eine AWP gerade ab. Das ist auf der CT-Seite eine wichtige, ja, eine wichtige Fähigkeit und hilft natürlich halt eben Plan B hier auch für Runden zu generieren. Ah, sieht sehr eindeutig nicht so aus, dass vielleicht Evil jetzt das holen kann, oder? 13 zu 8, das ist schon... Ah, die 5 Runden. Man muss es gucken, man muss es gucken. Na, 1-1 würde sogar Plan B... Ich weiß gar nicht, ob das Plan B reicht. Ich habe nicht den Rechenschieber hin und her geschoben, Leute, um das alles zu wissen. Aber es geht jetzt hier erstmal lang raus. Und dann sehen wir Raptus. Perfektes Timing, mal rumziehen. Ersten, zweiten, später und dritten. Aber dann ist die M4 leer. Dann wechselt er auf die USP. Aber dann ist das Ende erstmal. Denn RCN, der macht den Kill. Und dann, wer soll auch sonst die Runde hier gerade beenden als Pharma G? Und wir gucken uns das Ganze hier jetzt nochmal im Replay an. Ja, es ist ein Eco, aber hier der Spraydown, da kommt die Support-Flash hinzu und dann zieht halt eben
Raptus rum, ersten, zweiten, Espadon sitzt, dritte, aber dann ist die M4 leider leer und dann ist auch für ihn leider die Runde gestrichen worden. 13 zu 10. Hier man A-Deckung vom Plan B, also da riecht man wirklich schon von dem Skin Baron diesen Aufbau in Richtung A. Auch wenn ein Spieler jetzt im CT ist und eher in Richtung Mitte arbeitet, ist das jetzt nicht wirklich... Ja, jetzt kann man schon vom 1-1-3 reden. Extreme schiebt rüber. Und langsam geht man in CT rein. Und oh, das Wort jetzt gesehen. No way! Wie? Pharma G, wie zum Teufel? Shax in der Mitte mit dem Kill. Aber dieser Smoke-Kill, ultra stark. Flash kommt raus. Die Bombe ist immer noch nicht geplantet. Pharma G. Der geht auf Nummer sicher. Der nimmt die AWP aus der Hand. Holt sich eine AK. Langsam kommst du diesen 3 gegen 3 Afterplant. Und man hat noch 3 Flashes bei Plan B. Und die können ganz schön eklig laufen. Kreuzdeckung. Kreuzdeckung funktioniert wunderbar. Wunderbar. Jetzt aimen da alle Waffen von Team Skin Baron in die Cutters rein. Ja, da braucht man nicht mehr drauf gehen. Sehr, sehr starke Runde. Aber dieser AWP-Shot durch die Smoke. Holy fucking shit. Ja, jetzt ist die Frage, kampft man der AWP das Geld? Ja, sieht okay aus. Man könnte es kaufen. Also wir reden jetzt natürlich nicht über die T-Seite mit der AWP, sondern hier über diese CT-Seite. Und wir sehen schon die AWP auf den Rücken. Da sieht man ganz klar die Action und eine zweite AWP sogar auf der CT-Seite. Interessant. Interessant. Es ist sehr teuer. Und gerade wenn man jetzt so ein bisschen... Also guckt euch das Geld an von Plan B. Sie haben jetzt keine Rücklagen mehr. Also es ist eine sehr wichtige Keyround jetzt. Hier. Yeah. 13 zu 11. Oh, nix. Oh, er verschießt. Wie unlucky ist das? Aber der zweite ist drin. Sogar Headshot. Den hätte man nicht machen müssen. No way, das ist ein Unhit doch gewesen. Nächster, die Native wird das vollenden. Und dann ist es das 2 gegen 5. Es ist das 2 gegen 5. Bombe liegt noch nicht. Aber sie wird jetzt hier geplantet. Und guckt euch an, wie Plan B jetzt hier schon steht. Sie, also utility-technisch. 4 Flashes, 2 Mollys, 2 Smoke, 3 Smokes sogar. Da habe ich mich einmal kurz verzählt. 2 plus 1, das ist natürlich 3. Das ist ein Brett, das ist ein Brett. Und jetzt verwirft man natürlich bei Team Skin Baron eine wichtige Utility. Und jetzt hat man gar nichts mehr und jetzt geht's rauf vom Plan B. Also das ist wunderbar gelöst. Sie haben extra abgewartet und... Oh, was? Wie hat er das denn gemacht? No way! Wieso haben wir den Ina nicht gesehen? Wieso haben wir Dungeon gar nicht gesehen? Der hat 2 Kills... Was war Covertable? Oh, hätte ich da gerne die Sicht gesehen. Oh man, hätten wir einen Clean Feed gehabt jetzt und ich hätte die Sicht da jetzt gesehen. Leute, das war ein absurder... Kilder, das hat alles nochmal aufgemacht, aber am Ende hat Plan B halt so schnell, halt eben trotz diesen Cracks, die da gefallen sind, weiter executed. Uiuiuiui. Also das ist gerade eine wilde Nummer, was beide Teams hier mit der AWP treiben. Das habe ich lange nicht mehr so gesehen. Der Molly ist am Ende aber auch ein bisschen Schaden. RCN macht da den Kopfschuss. Ich glaube, der Molly hätte da auch den Rest gegeben sonst. Es geht hier aber geschossen mit 4 Mann über kurz. Vom Team Skin Baron, der Molly hinterher. Pharmagino mit einem wird gerefragt. Man deckt hier schon mal hinten ab. Diese 3 gegen 3 Situation ist für beide Teams sehr, sehr wichtig. Denn beide Teams sind sehr nah am Hungerstod. Und wie Extreme jetzt hier gerade wirklich wartet, bis die Smoke halt eben weg ist, ist sehr, sehr beeindruckend. Und wir sehen noch eine Smoke bei Extreme.
Raptors. Wichtiger 2. Jetzt kann man defusen. Aber dann ist es ein super starker Klatsch am Ende. 2 gegen 1 von Legit. Denn der macht da kurzen Prozess und Team Skin Baron kriegt die Runde. Und somit guckt euch's an. Plan B müsste jetzt, glaube ich, ein bisschen sparen, um hier nochmal zu kaufen. Ich glaube nicht, dass es zum Force gehen wird. Denn 1700 bei Tweezy. I don't know, ob es der Force sein wird. Nee, es wird runtergekauft auf 2k. Und das ist eine entscheidende Runde gewesen. Denn wenn Team Skin Baron diese Runde nicht geholt hätte, wären sie ein bisschen Bruch gewesen. Und Extreme, guckt euch den Racker mal an. Also ich habe es nicht verstanden, warum er nicht geschossen hat. Aber er wurde von hinten geholt. Oh no, no, no. Das war richtig bitter. Aber Team Skin Baron hat damit zumindest den B-Spot eingenommen. Ist das stark. Danjika. Nicht nur die AWP bringt da die Runde, sondern auch hier die Glock, die er zur AWP spielt. Es ist Runde Nummer 13 für Team Skin Baron. Und wir gucken so ein bisschen aufs Geld an und sehen, dass Plan B jetzt nochmal kaufen wird. Und das ist ein wichtiger Timeout. Meiner Meinung nach, denn Legit lässt da nochmal so ein bisschen Ruhe reinbringen in Team Skin Barons Seite. Und es lief nicht so perfekt, die Runden. Gerade auch hier die Eco gerade von Plan B war sogar sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Denn gerade auch diese Kills dort, ich habe das nicht in der Mitte so ganz verstanden, dass dort der Spieler die durchlaufen lässt, weil er wurde von hinten dann geholt. Aber vielleicht hatte man halt einfach in dem Moment das Gefühl, dass man ein gutes Play von hinten holen kann. Hat sich nicht ausgezahlt. Am Ende geht die Runde halt eben auf das Konto von Team Skin Baron. Und ich würde nochmal einmal gerne in den Chat fragen, Leute, für welches Team seid ihr jetzt hier zu guter? Also ich könnte jetzt keinen nennen. Am Anfang habe ich Team Plan B gesagt, dass sie das ganze Matchup gewinnen. Aber im Moment müsste ich mich echt wirklich schwer entscheiden, denn hier einen Sieger rauszufinden. Ich sehe sogar eher nochmal vielleicht eine Overtime zu callen. Und das Ganze vielleicht nochmal in der Nachspielzeit sozusagen zu holen. Aber haut das gerne mal rein in den Chat, für wen ihr seid. Haut dort euer Emote rein. Wir haben so ein paar Plan B-Emotes gesehen jetzt in letzter Zeit. Wo sind denn die Team Skin Baron, Leute? Haut gerne mal das in die Tasten. Tippt es ab, Enter. Und zeigt euren Team einfach mal Flagge. Ah, da sehen wir sogar Plan B im grünen Herz. Also das ist schon sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Smokes kommen rein. Extreme. Das sind die etwas advanced Jumps, dass man ganz, ganz wenig zu sehen ist, aber trotzdem die Information in der Mitte hat. Es gibt die Smoke für CT, die Rausflash und langsam nimmt man die Mitte ein. Oh, Raptus hat den Spieler gesehen. Oh, dann ist es der Refact Instant. Das ist natürlich bitter. Aber ein wichtiger Impact-Kill ist es schon. Oh, was? Wie hat er denn da die AWP rausgenommen? Aber Farmer G ist ja noch da. Farmer G mit den ersten. Extreme kommt aus dem CT hinzu. Mit dem Kill. Nimmt die Bombe raus. Den zweiten Kill, Extreme. Der dritte ist RCN aber zugute gegangen. Oh, das macht RCN Weltklasse. Und er hat den Spieler gesehen auf kurz. Nein, hat er nicht! Ui, aber es ist RCN, der das Ganze klatscht. 3 gegen 1 setzt er sich hier durch. Und am Ende ist es der Kill, der die Runde hier beendet. Oh, da hat sich das Replay-System kurz aufgehängt. Das tut mir leid. Da wollte ich euch gerade die Kills noch zeigen. Aber es ist ein 14 zu 14.
Ja, Nils sagt schon, mein Uterus leuchtet, das wird ein Overtime. Ich hab's leider auch schon so ein bisschen im Ruin. Das kann ganz schön spannend sein. Also, ich lese gerade, dass Ads gespielt sind. Ich habe keinerlei Ads jetzt gerade in Auftrag gegeben, Leute. I don't know, wo das kommt, aber wir sehen hier eine sehr schnelle Runde von Team Skin Baron. Und ich weiß nicht, warum da jetzt gerade irgendwie Werbung geschaltet worden ist. Tweezy. Macht RCN nochmal platt. Aber diese Deagle, die kann er nicht durchbringen. Da wird gedroppt und dann ist es die 15. Runde hier für Team Skin Baron. Wie gesagt, Leute, wir. Nur, dass es klar ist, gerade wegen den Calls, wegen Ads. Das war so, und ich habe gerade gesehen, dass das wohl echt der Fall war. Ich habe keinerlei Ads gerade geschaltet und, es tut mir wirklich im Namen auch von 99 leid, dass das passiert, aber manchmal macht Twitch leider auch so Sachen. Wir versuchen es mit vielen Werbeparts halt eben auch so sowas zu minimieren, aber I don't know, wie das jetzt zustande gekommen ist. Aber wir sehen nochmal ein Timeout hier von Team Skin Baron. Plan B müsste ich so nur holen, um hier das Ganze nochmal offen zu haben. Und ich sag mal so, der Direktaufstieg würde dann wegfallen, wenn es jetzt hier diese Map an Team Skin Baron geht. Ja, keine Hits durch die Mitte. Interessant auf jeden Fall, dort. Raptus mit der Nade in lang, findet da aber keinen Spieler wirklich von Team Skin Baron. Und ja, man nimmt die Bombe. Schon mal in den Besitz, ist Mitte so lastig. Und die Smoke in die Mitte hinein. Sorgt erstmal dafür, dass Team Skin Baron nicht diesen Mitte-Go spielt, wie sie ihn geplant hatten. Sie standen da schon bereit mit der Flash und sie gehen jetzt hier über kurz und lang eher in Richtung A. Das sieht natürlich alles noch so ein bisschen weit aus, aber das wird jetzt hier gleich dazu führen. Die wichtige Sache ist halt eben, wie man halt eben kurz und lang halt eben abdecken kann. RCN soll wohl höchstwahrscheinlich über lang gehen. Bombe kommt nochmal kurz mit. Ne, RCN geht auch in die Mitte hinein. Also man kann sogar noch Mitte-Split jetzt hier sehen. 46, 45 Sekunden. Also es ist sehr, sehr knapp. Sie haben die Kurzkontrolle. Und jetzt geht's hier durch. Nein, das ist nur ein Fake. Es geht Mitte raus. Oh, ist das gut. Das ist so gut gemacht. Ist das stark von Team Skin Baron? Und die entfallen hier sogar die Frags auf dem A. Der B-Spot, der fällt auch. Extreme kann nur einen Kill machen. Somit hängt hier alles an Raptus und an Cetrilla. Und Raptus macht zumindest einen wichtigen Kill. 3 gegen 2 Situationen. Zwei Kids sind vorhanden, aber gar keine Utility mehr hier im Afterplan für Plan B. Und Team Skin Baron, die setzen hier wirklich ihre Nades gerade ein. Molly, nochmal eine Nade hinterher. Eieieiei. Und jetzt muss es gleich rumgehen. Und diese Unterzahl muss gepackt werden. Und das funktioniert schon mal sehr, sehr gut. Oh, und dann ist es Raptus nur noch close in der Ecke. Und dann ist es der Kill hier. 16 zu 14. Verliert hier Plan B diese Auftakts-Map. Und damit sind wir hier mit der Map Nummer 1.